war ein Ausschnitt aus dem Film Good Food, Bad Food. Und es ist für mich sehr wichtig, ihr habt gerade gehört, in 48 Stunden oder innerhalb 48 Stunden ist das System platt. Und es wäre gut, wir haben dann vorgesorgt. Aber das machen wir ja bereits. Ich zeige euch jetzt ein paar Bilder und erzähle euch kurz was drüber. Ich bin selber in einer Gruppe, die Gemüse selber anbaut am Chiemsee mit einem Bauer, der auch unzufrieden war mit dem, was in der Landwirtschaft passiert und der seine Kollegen eigentlich gewinnen wollte, dass man was verändert, aber der ist auf taube Ohren gestoßen. Er hat keiner zugehört oder es hat ihn keiner interessiert. Und dann hat er begonnen, an die Verbraucher zu gehen und hat versucht, die mit denen was zu machen. Und das ist gelungen. Mit 2 hat er angefangen, dann waren es 30, dann 50, dann 80. Und mittlerweile sind es jetzt das 11. Jahr, sind es insgesamt jetzt 100, also sind es 100 Familien jedes Jahr, die gemeinsam Nahrungsmittel anbauen. Und zwar nicht irgendwelche Nahrungsmittel, sondern besondere Nahrungsmittel, also besonders gute Qualität. Es wird nur mit samenfesten Pflanzen gebaut und es wird Wert auf regionale und saisonale Sachen gelegt. Also das Motto ist gemeinsame Lebensmittelerzeugung, das heißt, Bauer und Verbraucher produzieren miteinander außerhalb des sonst üblichen Konkurrenzkampfes. Wir befassen uns nicht mehr damit, wie wir preiswerte größere Massen produzieren können, sondern Lebensmittel, die Lebensqualität, Lebensförderung, lebensaufbauend ist. Und das Wichtige dabei bei dem Projekt ist das Bewusstsein, die Bewusstseinsbildung. Er hat das sehr klug ausgearbeitet. Also die Menschen treffen sich Samstagvormittag und arbeiten ungefähr 3 Stunden. Also sind 3 Stunden auf dem Feld. Das ist nicht viel. Das kann man, also sind ja alle berufstätig, das kann man leicht hin und her machen. Und diese 3 Stunden reichen eigentlich, um sich komplett an Gemüse zu versorgen. Auch für die Winterzeit, es werden Wintergemüse angebaut, die werden dann gelagert. Aber ganz wichtig ist das Bewusstsein, das da entsteht. Denn alle möchten günstig einkaufen, aber niemand, habt ihr gerade auch im Video gehört, kann so günstig anbauen. Und da kriegen die Menschen mit, was ist eigentlich in der Landwirtschaft los, was ist mit den Nahrungsmitteln los, was sind da für Hintergründe und so weiter. Das kriegt man mit, wenn man da tatkräftig wird. Und da habe ich keinen Film, da zeige ich euch jetzt Bilder, wie so ein Jahr abläuft. Da wird immer alles, also es wird immer alles gezeigt, die Menschen kommen, morgens um 9 wird eine Runde gemacht, dann wird besprochen, was ist an diesem Tag dran, dann wird alles gezeigt, da seht ihr Terra Preta-Beete, die da aufgebaut werden, so sieht das dann aus. Also wir empfinden es nicht als Arbeit, denn wir sind mit Menschen beieinander, so wie ihr jetzt sitzt, arbeitet man halt nebenbei. Kriegt ganz viel mit, es ist total spannend. Es sind auch einige Bauern, die da mitmachen, um dann später selber so ein Land aufzubauen. Und es sind auch sehr viele Teilnehmer. Ich war da auch 8 Jahre dabei, die dann selber anbauen. Das ist ein Landwirtschaftsberater, da werden gerade Bäume gepflanzt. Es wird auch ständig experimentiert und ständig was verändert. Also es geht jetzt in Richtung Agroforst, man macht Baumreihen und Getreide dazwischen und so. Kräuterfeld ist hier. Und durch das, dass viele Menschen zusammenkommen, da kommen auch viele Qualitäten zusammen, wo dann alle möglichen anderen Dinge auch noch einfließen. Tiere gibt es nicht mehr. Ja, dann wird viel gefeiert. Also es hat sich so ausgeweitet, damit es ein eigenes Restaurant gibt, in dem nur saisonal gekocht wird und nur mit dem Gemüse, das da angebaut wird. Und da wird auch so gekocht, dass das nicht wieder vermindert wird, die Qualität, sondern man kann so kochen, dass man die Qualität noch verbessert. Also zum Beispiel, wenn man Sauerkraut macht, erhöht man den Wert als wie das pure Kraut. Und so geht es mit, es wird nicht mit Plastik, in der Küche gibt es keine Plastikgeschichten und so weiter.
Und eine Kochschule hat sich, eine Kochschule gibt es inzwischen. Und das alles aus den Teilnehmern raus kam das. Also ich will damit andeuten, wenn man was beginnt, entwickelt sich das von selber weiter. Die Ernte. Hier vorne seht ihr einen Bauer, der seit 4 Jahren selber schon erlangt hat. Die Leute kommen teilweise von weit, sie fahren eine Stunde manchmal, also Salzburger waren jetzt vergangenes Jahr auch dabei, aber auch immer mit dem Ziel, dann vor Ort selber was zu machen, dort zu lernen und dann vor Ort selber was zu machen. Also uns geht es da super gut, wenn wir gearbeitet haben, dann kriegen wir hinterher super zu essen, gell, in der Gemeinschaft. Das ist die Dame, die die Kochschule macht. Also wir kommen, dann wird gearbeitet und dann wird gemeinsam geerntet und dann, wie gesagt, dann gehen wir essen und meistens gehen wir dann ewig überhaupt nicht heim, weil es so viel Spaß macht. Er angebaut wird für diese ganzen Leute auf 2 Hektar. Und es ist so ausgeklügelt von Hubert Jaksch, was er dort macht, dass das mit ganz wenig Zeitaufwand möglich ist. Ja, und es gibt Führungen, man kann da im Sommer dann hingehen zu Führungen und Seminaren. Aus diesen Gärten haben sich dann ganz viele weitere Gärten entwickelt. Also ihr seht jetzt hier um den Kiemsee herum, das Rote ist das Feld von Hubert Jaksch und aus dem haben sich ganz, ganz viele weitere Gärten entwickelt. Also ich bin in einigen mit drin, aber da zeigt man gleich noch was drüber. Und auch in größeren Umfeld und auch hier von Österreich zeige ich auch Beispiele von Österreich. Also bei diesen Führungen, wo ich gerade erwähnt habe, sind ganz viele Leute gewesen und gesagt, das möchten wir auch machen. Zum Beispiel das Kartoffelkombinat. Das Kartoffelkombinat ist ein Genossenschaftsmodell in München. Und zwar haben das zwei ja, die haben 30-jährig, die haben Management studiert und so weiter, die haben also gar keine Ahnung von Landwirtschaft und von Gartenbau. Und die waren auch auf so einer Führung mal dabei, denen hat es gut gefallen und die haben das Kartoffelkombinat gegründet in München, im Norden von München. Das ist ganz schnell groß geworden, die können gut managen. Und ich bin mit denen, ich habe denen viele Sachen gezeigt und ich war dabei, ich habe denen viele Gartnerhöfe und so gezeigt und ich habe das dann miterlebt, was die für Fragen stellen. Also das war für mich sehr lustig. Aber wie gesagt, mittlerweile sind die total erfolgreich. Und da zeige ich jetzt auch einen kleinen Kurzfilm.